ich weiß ja nicht, wer noch alles Ferien hat oder bei wem jetzt wieder die Schule anfängt, aber ich hoffe, ihr hattet alle schon Ferien oder habt noch schöne Ferien oder whatever. Bei euch ist das Video, wo ich meine ganzen Shorthaircuts zeige, ziemlich gut angekommen. Und deswegen haben halt viele geschrieben, ob ich auch mal meine Dackels, Collies, Great Danes und Spaniels zeigen kann. Und ja, in diesem Video will ich euch meine Cocker Spaniels und meine Dackels zeigen. Und bevor ich anfange, wollte ich noch sagen, dass ich jetzt über 9600 Abonnenten habe und wir bald die 10.000 geknackt haben. Und immer wenn ich auf meinen Kanal schaue und diese hohe Zahl sehe, dann... Oh, ich kann es einfach nur nicht glauben, dass es wirklich schon fast 10.000 sind und ich habe euch alle so lieb dafür und danke! Also dann viel Spaß mit dem Video! Also einmal dieser Dachshund ist mein Darstellungs-LPS, also somit auch mein Lieblingsdackel. Und es war super schwer, an sie ranzukommen, deswegen ist sie mir irgendwie sehr, sehr wichtig und ja! So, die nächste ist diese hier. Ich habe sie mal mit LPS Shot 44 getauscht. Und ja, ich finde, sie ist ein bisschen runtergekommen, also von den Augen her. Aber genau aus dem Grund will ich vielleicht aus ihr ein Custom machen. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ja. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommis, was ihr davon haltet. Dann diese süße Dackel. Ich liebe sie einfach so richtig krass. Yay. Yeah. Und ich finde ihre Augen einfach nur mega mit den Schneeflöckchen drin und die Punkte an den Schlabberohren und ja, sie ist so cute. So, dann er hier. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum er. Er schrägstrich sie war ja mal mein Darstellungs-LPS. Damals hatte ich eben noch nicht viele Dackel und habe ihn einfach mal als sie gesehen und einfach als Darstellungs-LPS genommen, weil ich ihn schrägstrich sie sehr hübsch finde und da ich aber wirklich finde, dass er ausschaut wie ein Er, wollte ich dann auch eben sie hier zum Darstellungs-RPS machen und ja, versteht sich, was war das? Dann dieser süße Dackel. Sie haben sehr viele, wie mir aufgefallen ist, aber trotzdem, sie ist mir sehr wichtig und ich mag einfach, wie schlicht sie ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwie das an den Schlabberohren mag ich total gerne und ihre Augen so schön blau und ja, ich mag sie. Dann hier Jolene, ihr kennt sie wahrscheinlich aus meiner Serie Gazette Awake, wenn nicht, dann nicht. Und ja, ich finde einfach ihr ganzes Aussehen total knuffig. Oh, das war auch nicht gerade leicht, an sie ranzukommen. Nein. Auf jeden Fall ist sie einer meiner Lieblingsdackel. Was mache ich da? So, das waren jetzt meine stolzen 6 Dackel. Und jetzt kommen die Cocker Spaniels ran und... Macht euch nicht so viel draus, ich habe nur 3 Stück, also. Als erstes, diese hier. Ich habe sie schon sehr, sehr, sehr lange. Besser gesagt, sie war einer meiner ersten LPS. Und ich war so dumm und habe sie mit Glitzer-Nagellack angemalt. An den Augenbrauen und an den Ohren. Und ich finde, es hat es irgendwie ein bisschen versaut. Und vielleicht mache ich auch aus ihr ein... Custom, man weiß es nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall nicht zufrieden, wie sie ausschaut. Und ja, falls ihr total dagegen seid, dann schreibt es einfach in die Kommentare und textet mich zu, warum ich sie nicht anmalen soll. Also, Custom, ihr wisst schon. Ja, das hier ist Mandy, auch von Kiss It Awake. Und ich liebe sie einfach so vom Aussehen her. Viele machen sie auch als Junge, aber ich finde sie auch voll cute als Mädchen. Und ja, sie ist mir auf jeden Fall sehr wichtig, da sie auch in meiner Serie mitgespielt hat. Und ihr steht total gut orange, finde ich. Ja. Die letzte für heute ist dieser Cocker Spaniel. Ist mir auch sehr, sehr wichtig, da ich ihn von LPS Flowerbee getauscht habe.
Und bleiben wir auch mal beim Thema LPS Flower Bee, denn es schreiben mich sehr, sehr viele an und fragen mich, ja, was ist denn jetzt mit LPS Flower Bee los? Warum macht sie keine Videos? Weißt du vielleicht einen Grund? Da eben auch viele wissen, dass ich eben mit ihr gut befreundet bin und mit ihr mal ein Video gemacht habe. Und ja, jetzt will ich es euch sagen. Und bitte frag mich danach nicht mehr. Bitte, bitte, bitte. Also, es muss nicht immer einen fetten Grund dafür geben. Es kann auch einfach nur sein, dass sie viel zu viel Stress hatte mit der Schule oder einfach schon zu alt geworden ist. Mittlerweile ist sie, glaube ich, schon fast 17 oder ist sie 16? I don't know. Aber es muss nicht immer sein, dass irgendein fetter Grund ist, dass, keine Ahnung, irgendwas im privaten Leben passiert ist, sondern dass man einfach nur nicht mehr Lust darauf hat, LPS-Videos zu machen oder keine Zeit mehr hat und es gar nicht machen kann. Und ja, das ist wahrscheinlich bei ihr der Fall so und ja, akzeptieren. So, das war's jetzt auch schon wieder mit dem kleinen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Na dann, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Mua.